Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf der Casting Couch. Heute haben wir den Björn und seinen Audi RS4. Ja. Erstmal vielen Dank, dass du hier uns empfängst in dieser wunderschönen Werkstatt. Sehr geil. Mitten in, was haben wir, Berlin? Lichtenberg. Lichtenberg, ja. In einer richtig geilen Wohnsiedlung, richtig schöne Werkstatt, Firma. Cool. Und danke. Du arbeitest hier und. Ich arbeite hier seit 19 Jahren. Ist halt sehr familiär und dadurch macht das halt auch einen riesen Spaß und ich kann das Auto auch nebenbei hier schrauben und das ist natürlich super. Okay, alles klar. So, ja, das ist dein Audi RS4. Du, wollen wir mit dem Auto anfangen oder wolltest du anfangen damit, wie du überhaupt auf die Idee gekommen bist, sowas zu machen? Ich denke, fangen wir an mit dem, wie ich dazu gekommen bin. Also, grundsätzlich schraube ich, seitdem ich 16 bin, komplett durchweg. Durch Freunde, die immer mal Fragen hatten, dann eigenes Auto war, dann mal irgendwann Polo, da hat man ein bisschen Fahrwerkfelgen gemacht, dann kamen andere Freunde, können wir Motorumbau machen, da haben wir das mal gemacht und dann kam irgendwann, glaube 2002, mein erster Einser, der auf Viertelmeile gebaut wurde. Golf 1. War ein Golf 1 G60, mit auch Käfig und allem, was dazugehört, mit Uniball, Fahrwerk und allem. So, dann kam irgendwann, wurde mir mein Polo kaputt gefahren. Daraufhin habe ich dann gesagt, okay, was kaufst du? Ein S4 sieht gar nicht so schlecht aus. Dann habe ich einen S4 B5 gekauft in Silber. Als, auch als Kombi? Als Kombi, war gedacht als Alltagsauto, deswegen halt auch der Kombi und keine Limousine. Oder als Avant, Entschuldigung, genau, für die, als Avant, Audi. Richtig. Entschuldigung, nicht, dass ich hier den Hass auf mich ziehe. Nein. Auch als Avant und war auch mit Schiebedach, war komplett volle Hütte und allem. So, dann waren irgendwann, hatten Turbolader Probleme gemacht, dann hatten wir erst noch auf Serienturbolader noch mal getauscht. Die gingen dann aber wieder kaputt, wo wir dann hinterher festgestellt haben, das lag an dem Datenstand, der da drauf war. Daraufhin haben wir dann irgendwann einen Motor ausgebaut, wollten größere Lader anbauen, so wie es halt immer kommt, wo man sagt, okay, ein paar Kanonen 4, der ganz normale R4-Step sozusagen. Ja. Dann hatte ich alles dazu liegen, dann haben wir aber gesagt, okay, wenn wir es jetzt schon mal draußen haben, dann bauen wir wenigstens einen Coil-Ploy mit ein und vielleicht ein paar Saugerköpfe gleich rauf. Er hatte Zeit. Genau. Wir hatten Zeit und war jetzt nicht so wild, weil ich hatte mir zwischenzeitlich schon noch ein anderes Alltagsauto gekauft, insofern war es mir relativ egal. Dann kam ein anderer Freund, der sich auch so ein Auto gekauft hat, wo ich wirklich abgeraten habe und gesagt habe, du kannst nicht selber schrauben, das ist wirklich Mist bei so einem Auto. Ja, ja. Schon. Gemacht, getan und er hatte auch so ein Ding und kurze Zeit später dasselbe wie bei mir, Turboladerschaden. Das haben die wirklich öfter, ne? Das genau, gerade mit dem K03 ist das. Sterben die den Hitzetod? Die sterben den Hitzetod. Ja. Gerade mit Programmen, wenn da noch die Vorkats drin sind, ist das echt. Zu viel Hitzestau und kriegen die Wärme rein. Da hast du richtig Probleme. Okay. Und so war es da auch. Naja, und dann kurzerhand, ich habe noch meine K04 da, machen wir da den K04-Step, kaufen wir mal Auspuffanlage und sowas. Dann haben wir da einen K04-Step gemacht komplett. Auto hatte dann auch so 410, 420 PS wie ein R4. Das ist ja easy bei den Dingern. Ne? Genau, mit Serienköpfe sogar. Ja. Und das war top. So, daraufhin, was machen wir jetzt mit meinem Auto? Haben wir kurz überlegt. Na, dann bauen wir auf sowas wie TTE 780. Hatten dafür schon die Auspuffanlage alles fertig und die Ansaugung war alles schon fertig gebaut. Und dann, aber eigentlich ist das nichts, was ich möchte. Wenn, dann wollen wir gleich K16 fahren, damit wir halt ein bisschen mehr Leistungsreserven haben. Kurzerhand ein paar K16-Lader bei KKK Motorsport direkt bestellt. Mhm. Über einen Freund, der da Beziehungen hat. Und dann haben wir nochmal alles neu gebaut daraufhin. Ja, dann gleich mit 19 Auspuffanlage und allem und dann kamen halt ein paar Powderploy, ein paar JE-Kolben, alles was man dann halt so macht, damit man halt auch die volle Leistung der K16 nutzen kann. Dann haben wir das Ganze irgendwann zusammengebaut und die Lader sind auch bis heute noch genauso in dem Auto drin, wie wir sie damals gekauft haben. Damals hat das Auto dann so 650 PS auf Anhieb, das war natürlich für uns super zu dem Zeitpunkt. Ja. Ohne irgendwelche Spielereien, die Ladeluftkühler waren damals im ersten Step noch Original-Wagner-Kühler. Im zweiten Step wurden es dann Ladeluftkühler, die deutlich dicker waren. Die hatten doch mal die seitlichen, ne? Die haben immer noch, jetzt immer noch die seitlichen. Ah, okay. Jetzt hat da Wagner die Competition drin. Mhm. Und wie gesagt, dann haben wir ja selber Ladeluftkühler gebaut mit Schweizer Netzen, die tief wie hoch waren. Mhm. Und damit hatten wir dann 755 PS mit Seriensteuerung. Mhm. Schon eine Menge ausgemacht, ja. Genau. Das hat dann alles gut funktioniert und dann kam René vom Turbozentrum und hat dann gefragt, Mensch, wollen wir Thüner Grand Prix fahren, ich Sponsor. Da haben wir gesagt, dann probieren wir mal, wie die Rundstrecke fährt. Dann Rückbank, alles ausgebaut. Rundstrecke ist ja eigentlich kennt man die ja meistens von der Viertelmeile, die Autos. Genau. So RS4 oder sowas durch Allrad und einfach nur geradeaus, aber sagen wir, so ein Avant, um eine Kurve zu wuchten, ist ja eigentlich nicht das Gebiet, wo sowas eigentlich zu Hause ist. Genau, da war halt auch nicht zu machen und wir haben uns halt mal darauf eingelassen und haben gesagt, wir probieren mal, was das überhaupt macht. Wo wir denn überhaupt stehen mit so einem Auto, ob das auch Rundstrecke machbar ist. Damals sind wir halt auch mehr Viertelmeile gefahren oder halbe Meile. Mhm.
Aber so. Man muss ja das Auto komplett anders konzipieren, ne? Genau. Wir hatten aber, wie gesagt, alles erstmal noch so drin. Ich hatte mir ein Fahrwerk damals schon von H&R bauen lassen, was auf die gehobene Leistung gemacht war, damit es halt hinten nicht so allein taucht beim Anfahren genau, und ja, nicht sofort. Die Reserveradwanne auf den Boden knallt, genau. Sozusagen. So, und war ein H&R Club Sport damals drin. Das ist auch bis letzten Jahr sogar noch drin gewesen, das Fahrwerk. Dann haben wir gesagt, gut, das machen wir. Wir hatten ein halbes Jahr Zeit. Dann habe ich zu Rin gesagt, dann bestellen wir bitte bei 034 die ganzen Uniballgelenke für das Auto. Dann haben wir einmal ringsherum Uniball eingebaut und Antriebswellen hinten, weil da hatten wir schon zwei Satz kaputt gemacht gehabt zu dem Zeitpunkt. Dann habe ich gesagt, dann nehmen wir auch gleich noch von Driveshaft Shop die Antriebswellen hinten. Und dann sind wir Rundstrecke gefahren. Und in unserer Klasse, wir sind nicht Letzter geworden, damit waren wir schon mal zufrieden. Irgendwie, glaube ich, von 12 Startern in unserer Klasse waren wir irgendwie Platz 6 oder Platz 7. Was völlig okay war. Dafür, dass wir das allererste Mal mit dem Auto überhaupt Rundstrecke gefahren sind und André auch damals das erste Mal gefahren ist, haben wir gesagt, sieht ja nicht so schlecht aus. Ein Jahr später kam dann René jetzt auf uns zu, Mensch, ich sponsor jetzt die Time Attack, wollte er nicht da mitfahren? Ja. Eine komplette Saison. Da haben wir darüber nachgedacht und haben gesagt, können wir machen, was müssen wir denn dafür alles haben? Naja, ein Käfig und mindestens 4-Punkt-Gurte. Gut, 4-Punkt-Gurte, kein Problem, die hatten wir eh schon drin. Käfig gibt es, glaube ich, gar nicht fertig dafür, oder? Es gibt, glaube ich, über Wichers einen, aber bin ich mir nicht mal sicher. Also wir hatten damals über Player angefragt, mein Freund hat da schon etliche bauen lassen. Und der Alex hat gesagt, ja, kein Problem, das kriegen wir hin. Hat leider ein bisschen länger gedauert, wie es sollte, aber Mitte der Saison hatten wir dann auch. Wir haben den dann schnell eingebaut und das war dann, glaube ich, 2014, unsere erste Time-Attack-Saison. Ja, und da sind wir in unserer Klasse gefahren und sind auf Anhieb in der Saison Platz 4 geworden. Und da haben wir auch gesagt, super, dann so ein geiler Start, machen wir das Auto mal ein bisschen besser noch dafür. Dann an der Radreifenkombination noch ein bisschen Fahrwerk-Setup geändert. Und so sind wir dann die Saison da drauf Platz 3 gefahren. Waren wir sehr zufrieden mit und dann waren wir bei, das war 2015, genau 2016, sind wir auch mit dem S4, da sind wir aber wieder nur Platz 4 geworden und Ende Saison 16 hat sich die Möglichkeit für mich ergeben, den R4 als Rohkarosse zu kaufen. Das war bis dato, war das alles noch eine S4-Karosse? War alles noch meine alte silberne S4-Karosse. Die schmale Version halt genau. Einfach, ne? Auch wie du vorhin schon sagtest, schmalere Reifen und so. Genau, da waren nur 235, 40, 18 drauf und hier hat man natürlich die Möglichkeit mit deutlich größeren Reifen. So, dann haben wir uns entschlossen, das mal schnell aufzubauen. Dann haben wir mit Player hin und her gesprochen, wann wir das Auto wegen Zelle bauen bringen können, weil ich bin gerade zur CIMA geflogen, da hat mich André angerufen, dass das Auto, also der R4 fuhr da noch Serie und hat einen Schaden gehabt. Dann hat er den zerlegt und dann haben wir gesprochen im Dezember, ob ich ihn haben möchte. Naja, dann habe ich ihn gekriegt und dann haben wir gleich so, wie er war, alles noch abgebaut und dann zu Player geschafft, Zelle bauen richtig. Da haben wir dann auch 2 Monate später wiederbekommen und dann ging er sofort zum Lacker und zum Klempner, der das Auto fertig gemacht hat. Das ist eine Firma bei uns hier um die Ecke, Firma Becker-Beckmann und hat das auch super gemacht. Auto war auch termingerecht fertig, sodass wir am 1. Mai genau anfangen konnten, vom S4 die ganzen Achsen und alles überzubauen, erstmal die Grundsachen, alles zu übernehmen in den R4, dass wir das Auto wieder rollbar haben. Passt ja eigentlich alles Plug and Play. Genau, das war alles zum Glück Plug and Play. Die Innenmaße, Motorraum und sowas ist alles gleich. Exakt identisch. Du hast nur die breiteren Backen im Prinzip dran, wo zwar ein paar andere Radtorschalen und sowas drin sind, aber sonst alles identisch. Die hast du ja eh nicht mehr drin, oder? Doch, noch sind sie drin, weil ich noch keine Entlüftung für die Kotflügel habe. Da würde es für mich jetzt nur Nachteile bringen, wenn ich es rausnehme. Aber bei Mücke sind die Kotflügel schon in Auftrag, bei Mücke Carbon, aber sind noch nicht fertig. Weil wenn ich da eine Entlüftung drin habe, hoffe ich mir auch noch mal ein bisschen was von der Downforce ändern zu können. Also dann haben wir das Auto erstmal zusammengebaut und dann waren wir auch zum ersten Lauf, der war zum Glück erst Anfang Juni, waren wir auch komplett fertig mit dem Auto. Abgestimmt, Fahrwerk war erstmal noch so eingestellt wie beim S4 und kurz danach sind wir dann nochmal zum Mücke Motorsport und haben uns da das Fahrwerksetup nach dem ersten Lauf richtig einstellen lassen und das hat uns dann auf Anhieb auch erstmal 3 Sekunden gebracht. Ja, das glaube ich. Die Änderung war ganz extrem zu dem, was wir immer gedacht hätten. Wir haben auf Gewichtsbalance gemacht, dass wir halt möglichst gleichmäßig werden. Da war das Auto halt hinten auch deutlich tiefer wie vorne, damit wir die dynamische Gewichtsverteilung ein bisschen nach hinten bekommen. Aber Mücke hat dann halt gesagt, naja, dadurch, dass das Auto so doll untersteuert, was er auch an den Videos, die ich ihm gegeben hatte, gesehen hat. Ja, Motor sitzt halt wirklich sehr weit vorne, genau. Audi-typisch irgendwie. Das ist das große Problem. Und da hat der Ingenieur gesagt, naja, wir haben eigentlich nur die Möglichkeit, die Hinterachse schlechter zu machen, weil die Vorderachse kriegen wir nicht besser, weil 3 Grad Sturz sind wir da schon gefahren. Auch eine verrückte Möglichkeit, ne? Das ist ja
wenn er hinten nicht rumkommt, nicht die Achse besser machen oder sowas oder einstellen, sondern einfach ja, schlechter machen, dass er einfach hinten... Genau. Und dadurch hat er aktiver mitgelenkt im Endeffekt. Geil. Und das machte das Auto natürlich agiler und hat uns... Du kannst es ja gerade beim Allrad, kannst es ja auch... Tritt einfach wieder aus Gas und genau. der zieht und dann sich fährt er auch wieder geradeaus. Ja. Das ist natürlich der Vorteil. Aber du hast halt hier, wir hatten zweimal ein paar Profifahrer bei, die gesagt haben, die sind halt früher auch schon DTM-Autos und sowas gefahren und die haben gleich gesagt, pass auf, du kannst das Auto nur brutal fahren, du kannst nur Vorderkurve hart anbremsen, Lenkrad genau in die Richtung stellen, wo du erstmal hin willst, wenn das Auto steht, exakt gerade fahren und nicht, ich versuche eine perfekte Linie zu fahren, das funktioniert nicht, du kannst im Prinzip nur ganz eckig fahren. Ja, klar, ja. Und das funktioniert auch bis dato relativ gut. Insofern gucken wir mal, was die Zeit noch bringt. Letztes Jahr sind wir ja deutscher Meister geworden bei der German Time Attack. Mhm. Das Jahr davor Vizemeister. Aber du hast das Auto, sag ich mal, nur gebaut. Genau. Das ist dein Auto, du baust es, aber du fährst gar nicht selber die Rennstrecke, ne? Ich fahre nicht selber die Rennstrecke. Mhm. Ich bin halt einfach nicht der Fahrer. Warum auch immer, das hat sich über die Jahre so ergeben. Ich bin immer viel zu aufgeregt davor und alles. Hab gesagt, ich baue es gerne, ich mache gerne die Wartung, mache alles an dem Auto, aber ich habe keine Lust zu fahren. Und André hat gesagt... Auch mal nicht so, also klar, jetzt gegen die Zeit ist es natürlich immer noch was anderes, weil du kontinuierlich immer schnell fahren musst, aber du bist das Auto bestimmt auch selber schon mal auf der Rennstrecke gefahren, oder? Ich bin das Auto auf der Rennstrecke noch nicht selber gefahren, ich bin es nur auf der Straße selber gefahren. Den Verrückt. S4 bin ich noch öfter auf der Straße gefahren, weil da waren die Sitze halt ganz normal noch mit Serienbefestigung und dadurch auch vor- und zurückverstellbar. Aber hier ist es jetzt auch gar nicht so möglich. Die Konsolen sind fest eingeschweißt und sind halt perfekt auf André alles eingestellt. Musst du zu André ja eigentlich ein Riesenvertrauen haben. Ne? Ja. Du sagst, du hast ja wirklich viel Zeit und bestimmt auch eine Menge Geld reingesteckt. Das muss er erstmal irgendwie abgeben können. Das hat sich so ergeben, weil wir sind Freunde schon jetzt mittlerweile auch über 20 Jahre und dadurch war halt einfach so. Wir haben seinen S2 damals auch zusammengebaut und alles und da haben wir auch richtig viele Stunden dran verbracht und alles. Und was hat er jetzt so an Eckdaten? Das haben wir, glaube ich, noch gar nicht erwähnt. Also aktuell haben wir 1440 Kilo auf 955 PS mit 1060 Newtonmeter Drehmoment. Getriebe ist Serie, Motor ist halt alles gemacht. Getriebe ist Serie. Differential auch und sowas? Differential, wir haben vorne eine Differentialsperre drin von Quaife. Demnächst kommt hoffentlich noch meine Drexler Mittensperre. Mhm. Hinten Differential ist komplett Serie, aktuell RS2. Das hält. Ja. Ja, Antriebsstrang ist sonst nur die Antriebswellen geändert. Die sind halt vorne wie hinten jetzt mittlerweile Drive-Shift-Shop. Fahrwerk ist jetzt aktuell ein KW Competition V2 drin. Gute Wahl. Dann, was haben wir noch? Uniball-Gelenke ringsrum, wirklich in jedem Lenker von 034. Die bieten es ja komplett an. Mhm. Macht das Auto natürlich deutlich agiler, weil kein Gummiteil mehr, was irgendwo hin geht. Ja, was irgendwie nachgeben kann, ja, genau. So, Felgen sind aktuell drauf, ATS GTR in 10x18 ringsrum. Die ET ist krass bei dem. Also, ich habe das so, man sieht ja jetzt wirklich dadurch, dass man so wirklich in die Verschraubung so reingucken kann. Habe ich noch nie so wahrgenommen, dass sie so eine geringe ET eigentlich haben. Das war für mich auch erst im ersten Moment erschreckend, wo die Felgen kamen, wo ich dachte, das sieht natürlich krass aus, aber hinten ist eine ET 18 und vorne ist eine ET 9. Und vorne fahren wir 295 3018 Pirelli P0 Corsa in Semislick und hinten das Ganze in 265 3518. So, ansonsten Zellert Player Motorsport, Sitze, Ohrensessel von Corbeau, Schrot. 6-Punkt-Gurte für Hans-Anbindung, ein Plex-Tuning-Dashboard, das STM 700, ja, Data-Logging haben wir über das Dashboard und auch über die Einspritzanlage von MME. Da zeichne ich halt auch immer alles auf, damit wir halt wissen, wo wir liegen. Geil. Ansonsten Motor, halt RS4 Basis, ein AZR-Block ganz normal, mit Blockversteifung aber drin. Mhm. Kolbenpleuel immer noch JE und Pauter, das ist so wie es war. Die Turbolader halt KKK Motorsport, original, werden beim Turbozentrum immer gewartet. Ansonsten Auspuffanlage 2x70 auf 90 und dann hinten wieder 2x70. Ja, Bremse ist auf jeden Fall gut laut. Ja, auf jeden Fall. Gibt ein paar Leute, die kennen es mittlerweile. Wir haben dann noch so ein paar Aufnahmen, das war Blumenpflücken 2018. Ja. Da sind wir das erste Mal auf das Auto aufmerksam geworden. War es 2019? Stimmt, war 2019, war letztes Jahr. Ich war 2018 dabei. Ja. Entschuldigung, ja. 2019. Ja, und da war eigentlich schon so gemütliche Abendstimmung, nachmittags, abends. Und auf einmal haben wir gedacht, was ist jetzt los?
So frei nach dem Motto, was stimmt denn mit dem Kombi nicht? Ja. Ging es da wirklich los mit einem Gewitter und Geschepper. Und wir können das ja nochmal kurz einblenden. Alex stand wirklich dahinter und hat einen Hörsturz gekriegt. ja, das... Und da war ich auch überrascht, das hat die Einspritzanlage so mit sich gebracht, weil wir haben gesagt, ich wurde von Thorsten damals gefragt, was willst du in der Lounge, die einfach nur geil klingt, oder in der Lounge zum Fahren? Da habe ich gesagt, na wenn dann zum Losfahren, weil wir ja auch ab und zu mal noch Viertelmeile fahren, mhm, wo jetzt Alkersleben King of Germany war oder so, aber das ist ja nur leider auch nicht. Aber da hat man gesagt, du, dann zum Anfahren. Ne? Und dadurch ist die Lounge natürlich auch mit relativ viel Ladedruck programmiert. 1,5 Bar hast du gesagt. Genau, ne? So circa 1,5 Bar sind es, wenn du drin stehst. Und das macht natürlich dann auch Lärm und halt auch Druck. Und man sieht so bei diversen Fotos, dass es hinten der ganze Kies weggeräumt hat um das Auto rum. Und das war halt schon, ja, hat halt Spaß gemacht. Also das war wirklich eine lustige Veranstaltung. Ja, und absolut. Ich wusste bis dato auch gar nicht, wie die Lounge funktioniert, weil wir hatten es nur einmal auf dem Prüfstand kurz knallen lassen, ob es funktioniert. Und da hat haben wir sie dann richtig probiert. Ja. Nee, ansonsten bei den Fahrzeugdaten, ja, wie gesagt, Köpfe sind Saugerköpfe, komplett bearbeitet. Einen hohen ester Ventilsatz drin, starrer Ventiltrieb. Ja, und sonst gibt es nicht viel. An dem Motor ist halt sonst nicht viel gemacht, außer wie gesagt, die Einspritzanlage ist jetzt aktuell eine MME drauf. Und damit sind wir sehr zufrieden. Krass. Ein krasses Gesamtkonzept. Und wie gesagt, für die Rundstrecke auch wirklich einmalig. Ich glaube, ich kenne keinen anderen, der mit dem Avant aktuell auch in der Leistungsklasse das Ding um die Ecken fahren lässt. Ja. Ne? Man muss aber schon sagen, es ist ein ziemlich zeitlicher Aufwand. Ja, die Wartung des Fahrzeugs, weil ich sag mal, einmal im Jahr Motor raus, Motor zerlegen, alles nachmessen, gegebenenfalls erneuern. Ja. Und du kannst halt wirklich sagen, eine Saison Motor muss revidiert werden. Mhm. Anders geht's nicht. Hast du mal so zusammengerechnet, was insgesamt da reingeflossen ist an Stunden und auch an Geld? Ich meine, das will man oft gar nicht. Ich kenne das. Ich will das auch gar nicht zusammenrechnen, weil man dann wirklich schwarz auf weiß denkt, was stimmt eigentlich nicht mit dir? Was ist denn los mit dir? Warum machst du das eigentlich? Und warum sammelst du nicht Briefmarken? Oder was anderes Günstiges? Ne? Ja, warum tunst du nicht einfach ein Serienauto, machst ein Fahrwerk und dann ist gut, ist auch okay. Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe es nicht wirklich zusammengerechnet. Ich habe mal irgendwann bei 60 aufgehört mit Rechnen. Und das war bestimmt vor 4 oder 5 Jahren. Ja, lass es lieber. Das ist deswegen, es macht Spaß. Es macht halt Spaß. Es füllt einen auch irgendwie aus, wenn man weiß, okay, ich habe das mit meinen eigenen Händen irgendwie gebaut und gemacht und das Ding läuft ja wirklich geil. Ne? Ich weiß nicht, zugelassen, straßenzugelassen ist er ja nicht. Wir haben, so wie er jetzt hier steht, sind 80% eingetragen. Echt? Ja, wir haben eingetragen sind 444 kW. Dann die Felgen sind aktuell nicht eingetragen, weil das GTR-Rad ist ein reines Motorsportrad und wird angefertigt immer. Da ist aber ein ATS Raceleitrad, was mein Regenradsatz jetzt ist, wäre eingetragen. Fahrwerk ist noch nicht eingetragen, das neue. Ansonsten sind nur Pole Position Sitze eingetragen, die Gurte sind aber auch eingetragen. Ja, fehlen tut eigentlich nur Fahrwerk, der Auspuff, der drunter ist, und die Felgen. Das ist das, was aktuell nicht eingetragen ist, was halt auch nicht geht. Den Auspuff ist definitiv nicht möglich, da brauchen wir nicht drüber reden, da sind keine Cuts drin. Die Auspuffanlage, womit da eingetragen wurde, hatte noch Cuts drin. Wäre es denn möglich, dass wir gleich ein Ründchen drehen? Müssen wir mal gucken. André, der Fahrer, ist eigentlich auf dem Weg hierher und ich hoffe, er schafft es rechtzeitig. Der bringt auch ein paar rote Nummern mit, dass man wenigstens mal eine kurze Runde hier Würde mich schon mal sehr interessieren, wie sich das so von innen anfühlt. Wir versuchen es. Ich muss halt gucken, ich habe die roten Nummern nicht hier, die hat André und dadurch ist es ein bisschen schwierig sonst. Ja. Genau, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ja. Ansonsten würde ich sagen, wir zeigen das Auto mal. Alex setzt das ein bisschen geil in Szene, weil allein optisch auch mit der Folierung von FX sieht das echt geil aus. Sehr cool. Und dann hoffe ich, dass wir das Ding gleich noch ein bisschen in Action sehen. Make the booty bounce on the dance floor. We'll be right back.
bounce on the dance floor. Hast du noch irgendwas, was du erzählen möchtest? Irgendwas, was du, wo du sagst, das war ein Erlebnis? Also über das Haupterlebnis haben wir schon gesprochen, Blumenpflücken, ja, 2019, das war wirklich auch für mich, dadurch, dass wir die Lounge nie probiert hatten, wussten wir nicht, was überhaupt passiert, war das natürlich absolut der Hammer. Und das hat das Auto sehr bekannt gemacht. Das hat das Auto extrem bekannt gemacht, dadurch kannten es auf einmal alle und man hat Freundschaftsanfragen gekriegt, noch und nöcher, wo ich immer noch nicht mit klarkomme, warum das dann auf einmal passiert. Ist aber auch egal, ich bin halt nicht der Medientyp, mir war das dann relativ egal. Du machst das aus Passion sozusagen. Mir macht es halt einfach Spaß, mir ist egal, wie viele Follower irgendwo sind. Ja. Das ist Spaß an der Freude, insofern. Turbozentrum-Sponsoring ist halt René, weil es ein guter Freund ist, darum passte das so gut. Ja, da waren wir ja gestern, Der saß gestern genau da, wo du jetzt auch sitzt. Das hat er mir schon erzählt gehabt. Ja. Und nee, ansonsten, Detailmetech macht halt super Spaß. Da sind wir halt sehr zufrieden, das ist auch wie eine Familie. Das macht halt wirklich Spaß. Schön. Jeder, der es fahren möchte, bitte gerne. Scheint auch eine angenehme Rennserie zu sein, wo halt nicht alles kaputt reglementiert wird, sondern es gibt auch noch Freiheiten. Und wenn du sagst, es macht wirklich Spaß und es ist ein familiäres Verhältnis, ist glaube ich, cool. Du hast halt mega Freiheiten. Also eigentlich jeder würde sein Auto in irgendeiner Klasse wiederfinden und sagen, ja, das ist ohne Probleme machbar. Du hast halt nicht wie bei der 4 oder DMSB Sachen, wo du sagst, oh Gott, das kann ich mit meinem Auto gar nicht erfüllen. Ja. Alleine die Leistung, die würdest du ja gar nicht irgendwo hinkriegen. Ja. Insofern ist das schon super. Da sind ja wirklich viele Autos, die irgendwo um die 1000 PS liegen. Ne? Genau. Ja. Das ist halt, das macht halt dadurch auch Spaß. Du hast halt wirklich Leute. Die haben alle irgendwie einen Pfeil im Kopf, weil jeder sagt, wenn da ein Fronttriebler mit 700 PS da langfährt, da sagst du auch, hey Leute, und die fahren wirklich auch so. Insofern macht das halt auch wirklich Spaß. Und ein paar, die Timing-Tech ist ja irgendwie in Japan entstanden und das merkt man halt auch. Wir hatten 2019 auch einen der Spitzenfahrer aus Japan, der mit dem Auto gefahren ist. Der ist mit dem Marco selben Skyline gefahren und mit dem RS4 gefahren und hat hinterher auch gesagt, der Audi fuhr auf jeden Fall besser um die Kurve noch wie der Skyline. Cool. Wo wir echt überrascht waren. Ja. Aber er fand es halt super. Und es halt, sind halt so Sachen, die machen einfach Spaß. Und da wurde ich vom Veranstalter vorher angerufen. Mensch, können wir das mit deinem Auto auch machen? Wir nehmen meinen und deinen. Ich sage, ja klar, kein Problem. Der hat dann jeweils auch noch eine Person mitgenommen. Da haben wir die Sitz vor Ort noch umgeschraubt, weil der halt relativ klein ist. Mhm. Und das macht es halt so interessant und macht es halt so, weil man kommt an und jeder begrüßt jeden mittlerweile cool. Das ist halt cool. Als muss ich unbedingt also mal vorbeikommen. Wann, ich meine klar, dieses Jahr ist durch Corona natürlich auch, glaube ich, in der Rennserie ein bisschen. Na, dieses Jahr haben wir jetzt, dieses Wochenende ist Zandvoort. Das ist am Sonntag. Bei mir um die Ecke, also von Münster aus ist es gar nicht so weit. Ist nicht so weit, nee. Dann haben wir im Juli das ehemalige Reisbrennen. Ich weiß nicht, was Marco jetzt für eine Veranstaltung draus macht, am 8.8. Und dann haben wir im Oktober nochmal Assen. Also dieses Jahr wird es wahrscheinlich auf 3 Läufe nur hinauslaufen. Assen ist, wo ist nochmal Assen? Niederlande. Bremen rüber und dann bist du schon da. Sollen wir da nicht mal irgendwie gucken, dass wir da mal vorbeikommen? Würde mich mal interessieren, wirklich das. Assen ist auch eine schöne Strecke. Assen ist eine schöne, schnelle Strecke auf jeden Fall. Ja. Die macht richtig Spaß. Und die letzten 3 Jahre hatten wir Glück, Assen immer trocken, aber normalerweise heißt es immer Assen im Nassen. Aber selbst im Nassen macht es mit dem Auto mittlerweile Spaß, ja, weil durch den Quadro fährt es fast noch besser wie im Trockenen gefühlt. Ja, geil. Ja, müssen wir mal gucken, dass wir vielleicht im Oktober mal euch nach in da in können Assen wir in Kontakt bleiben. Genau. Und dann kriegen wir das hin. Ansonsten erstmal vielen Dank für deine Zeit und dass du uns alles über dein Auto erzählt hast. Hast du wirklich auch sehr gut gemacht. Für dich war es jetzt das erste Mal vor der Kamera. Genau. Also ich finde, das hat einen Daumen hoch verdient. Sehr, sehr gut. Danke. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal auf der Casting Couch. Tschüss. Danke. Tschüss. Ja? Meinst du, wird lustig? Ja. I doubt it. Nein. Kann man ja mal zeigen, dass es sehr alltagstauglich ist. Ja. Schön mit den Schiebefenstern, schön alltagstauglich. Anstrengend so jetzt zu fahren, normal oder? Nö. Geht? Macht halt keinen Spaß. Nee. Halt, das musst du schnell fahren oder ja, nicht wissen. Ja. Also, aber so an sich fährt eigentlich, außer dass es alles klappert und fährt sich dann eigentlich jetzt nochmal so durch die 2 Scheibenkupplung halt. Mhm. Ist halt gut. Ja.
Wahnsinn. Das ist schon krass. Ja. Mein Jass hat mal gleich gute Laune. Bitte? Sagt man immer, Jass hat mal gleich gute Laune. Absolut. Das macht einen aber glücklich, das Gefühl. Ja, das stimmt. Ja, dass er auch einfach marschiert, ne? Und nicht irgendwie alles in Rauch aufgeht. So, so manchmal, wenn du so durch die Stadt fährst, wenn wir manchmal wohin müssen, dann kippt die Hunde. Nein, weißt du nicht. 1000 Höhenmeter, ne? Wie bitte, ja. 1000? Über 1060 oder so. Therapie gegen alles. Wahnsinn. Unfassbar.